So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Siren Blood Curse. Ja, in der letzten Folge sind wir in Episode 8 angekommen, sind waffenlos, spielen den Kameramann und haben eigentlich direkt vor uns einen Gegner sitzen. Sind schon zwei, drei Mal gestorben, haben festgestellt, dass da hinten noch mal irgendwo ein Typi mit einer Flinte rumrennt. Ja, da sind wir jetzt und da versuchen wir jetzt mal weiterzukommen. Taschenlampe habe ich ausgemacht. Das ist einer. Da ist Nummer zwei. Super, der sieht uns also. Bringt absolut gar nichts, ihm ein paar zu geben, weil wir sind jetzt das dritte Mal tot. Also auch hier stehen bleiben ist nicht gut. Mann. Okay, das ist also der Typ, der uns eben umgenietet hatte. Jetzt gucken wir doch mal, wo der überhaupt hinläuft. Also Hau drauf Action bringt hier scheinbar absolut gar nichts. Okay, also der läuft hier wirklich die ganze Zeit links, rechts. Ja, jetzt guckt der Affe uns nämlich wieder an. Jetzt ganz langsam hinterher schleichen. Weil ich glaube, ich habe gerade eine Leiter gesehen, durch die wir vielleicht abhauen können. Oh, Schwein gehabt. Jetzt sind wir hier. Jetzt müssen wir nach rechts, um da die Treppe hochzukommen, um zu der Waffe zu kommen. Gut, zumindest theoretisch. Da ist die Schnapspulle. Okay, Licht abschalten. Schnell hier rein. In der Hoffnung, dass wir richtig liegen. Thank you.
würde sagen, wir probieren es jetzt schnell. Schnell gucken, geradeaus weiter. Ah, sehr gut, sehr gut. Wir haben eine Kamera. Ich dachte zwar nicht, dass wir die Flaschen aufnehmen müssen, aber okay. Wayne, Hauptsache wir... Ich vermute mal nicht, dass wir mit der Kamera filmen sollen. Alter, wie viele Gegner ist hier denn? So, der Affenkopf sucht immer nach unten, das ist gut. Ja, genau, die Kamera ist unsere Waffe jetzt. Eine Profi-Videokamera zum Aufzeichnen der Ereignisse in Hanuda. Hanuda? Ich dachte immer, es heißt Honduras. Boah, das war vielleicht was anderes. Das ultimative 3-CCD-System liefert extrem hochauflösende Bilder. Nice. Und es ist eine neue Waffe. Haha. Schwere, stumpfe Waffe. Schwere, stumpfe Waffe. Schwere, stumpfe Waffe. Bam! Scheiße! That's what you get. Okay, das und das haben wir also erledigt. Ich überlege zwar, warum wir die jetzt überhaupt erschlagen sollten. Aber okay, es war halt die Aufgabe und das haben wir halt getan. Jetzt gucken wir nochmal. Weil ich gerade absolut keine Ahnung habe, wo wir noch hin sollen. Gut, die beiden Missionsziele sind erledigt. Jetzt kommen wir eine Etage tiefer wieder. Aufzug würden wir denn, wenn der Aufzug funktioniert, hochfahren können mit? Ich habe nicht mal einen blassen Schimmer, wo die C hingeht. Wir sollen da hinten hin. Ich habe absolut keine Ahnung, wie, wo, was und so. Klingt komisch. Ach, das ist bestimmt Sam, der da ist. Weil das ist grün. Das heißt, Sam sieht ein Shibito. Ah, das ist der Typ, den wir eben gerade rumgelockt hatten. Ach, komm schon. So, die Kamera ist zwar schwer, aber meiner Meinung nach nicht sonderlich gut geeignet. Weil die wirklich extrem langsam war. Und eine langsame Waffe bringt uns eigentlich ja nicht sonderlich viel. Ja, und nicht die Tuse. Jetzt gucken wir uns hier unten nochmal um.
Nicht, dass wir irgendwo was vergessen haben. Ich hoffe nur, dass hier unten nicht noch so ein Typ mit einer Flinte rumrennt. Das wäre echt mies. Ah, okay. Wir zerstören nur den seine Waffen. Oh! Haha. Hatte der jetzt hier noch was? Der olle Sophie? Ja, keine Macht im Alkohol und so. Ach ja, das war der kaputte. Das hatten wir schon mal gesehen gehabt. Müssen wir gerade mal gucken, ob der Fatzke, dieser andere blöde Arsch, da nach oben gerade rumläuft. Das ist Sam. Wir laufen mal eben hoch. Ich hoffe, dass wir dem Typ nicht direkt in die Arme rennen. Wir laufen jetzt hier lang. Sehr gut, sehr gut. Jetzt warten wir, bis der Typ kommt, damit wir den von hinten erschlagen können. Ich glaube nämlich, das ist der Typ. Das heißt, wir sind echt ganz knapp rausgekommen. So. Sehr gut. Oh. Ein Atlantis-Magazin. Okay, wie müssen wir jetzt weiter? Wir müssen nach links. Da ist aber irgendwo noch der Typ mit der Schrotflinte. Das heißt, wir müssen trotzdem ganz vorsichtig hier langlaufen. Glaube ich gerade überhaupt richtig? Ja. Sehr gut. Ach, ein Jagdgewehr war das gewesen. Aber mit 11 Schuss, das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte da eigentlich hin. So, schauen wir doch mal hier lang. Ich wollte gerade sagen, ich glaube ja fast nicht, dass hier hinten jetzt noch Gegner sind. Obwohl, in diesem Spiel ist Glaube sowieso ein bisschen zweitrangig. So, hier kommen wir jetzt eine Etage höher. Ah, okay, dann sind wir da. Gut. Können von hier unten sowieso gerade nichts machen.
Jetzt sind wir da. Wir gehen mal zur Sicherheit hier erstmal lang. Weil wir wollen natürlich auch keinem Gegner in eine Falle rennen, logischerweise. Und von daher schauen wir nach Möglichkeiten alle Ecken. Okay, wir haben also jetzt die Charaktere gewechselt. Schalten Sie den Aufzug mit Hilfe der Schalttafel ein, ist klar. Verlassen Sie unbemerkt das Bergbaubüro, suchen Sie sich eine Waffe, schalten Sie den Shibito vor der Schalttafel aus. Also wir sollen erst raus, um dann... Oh, ihr habt auch echt... Ihr habt echt definitiv einen Schuss nicht gehört, ne Leute? Und es wird uns nicht angezeigt, wo wir hier eine Waffe finden sollen. Oh Mann. Da oben ist wieder so ein Rotzeschütze. Ja, beim letzten Mal hatten wir natürlich den Vorteil gehabt, dass wir ja wenigstens am helllichten Tag hier rumgelaufen sind. Der scheiß Hammer liegt hier auch wieder nicht. Na, ob denn derselbe Trick zweimal funktioniert? Ich glaube, er hat zweimal funktioniert. Sehr geil. Oh, hier war es aber auch mies. Der Typ war relativ weit vorne. Und dieses Mal ist es auch wieder nur ein Jagdgewehr. Da wollte ich gucken. Super. Okay, das ist zu. Und das ist auch zu. Ich glaube, das war der zur Pumpenstation. Aber wir machen mal trotzdem zur Sicherheit das Licht aus. Und zur Sicherheit die Türen zu. Das ist doch eigentlich auch eine Tür gewesen, bin ich der Meinung. Egal.
wir machen mal die Holztürchen zu, damit wir da unten nicht gehört werden. Ach genau, hier war sowieso keine Tür. Ah, okay, das ist Sam. Aber geben sie sich mit Aufzug A nach oben. Taschenlampe aus und nach oben. Sam ist rechts von uns. Ich vermute mal, der Typ, der hier rumschießt. Ja, die unten können uns eigentlich ziemlich gleich sein. Genau, das ist dieser Affenkopf, der hier oben jetzt steht. Der Typ, dem wir eigentlich eben gerade die Flinte geklaut hatten. Mit Sam. Zur Sicherheit gehen wir noch ein Müh näher ran. Ja, komm, schieß nochmal. Ja. Gut, wir waren der schnellere Schütze. Damit machen wir jetzt aber auch ein Folgenpäuschen. Ich sehe gerade, die Zeit ist schon lang wieder rum. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen super schönen Tag. Ciao, euer Fo.